Hallo und willkommen zurück. Weiter geht's. POV Camp. Ja, da muss ich aber auch sagen, für ein Kriegsgefangenenlager ist es ja ziemlich entspannt da. Wenn das größte Problem, was die Leute haben, ist, dass ihnen langweilig ist oder so. Ja, auch tatsächlich so Aufgaben wie hier das Säubern der Tunnel und so, was jetzt tatsächlich mal gefährlichere Aufgaben sind, ist dann irgendwie nur Freiwilligen überlassen und wird gar keinem aufgezwungen und so. Das ist doch schon sehr entspannt hier für ein Gefangenenlager. Die einzigen, die ja so ein bisschen am Arsch sind, sind die Dusts. Aber naja, gut. So, jetzt schau ich nochmal gerade, wie das hier aussieht. Also wir müssen uns Wasser aus der Zisterne besorgen. Und dann haben wir wahrscheinlich auch alle notwendigen Vorbereitungen. Abgeschlossen, wenn wir das erledigt haben. Okay, das ist aber auch alles, was wir noch brauchen. Also, Zisterne, schauen wir mal. Yes? Gibt's was Neues? Nein. Come on, let's go. Okay, hier haben wir vorne so eine größere Freifläche. Dann haben wir da rechts den Tunnel. Das wird der sein, der nach unten geht. Okay, das ist auch der einzige Weg hier raus, wie es aussieht. Dann kann ich mich erstmal hier oben umsehen. Leder und chemische Komponenten. Schon alles Feinde. Jetzt die Frage, wenn ich jetzt da hingehe, um mich umzuschauen, ob es da noch irgendwo coolen Kram zu holen gibt. Wieder ein. Steht der da an der Tür oder ist es eine Zelle? Gerade hinten. Ja, jetzt weiß ich halt nicht, wenn ich da rumgehe, um mich umzusehen, weil der war jetzt so ein bisschen markiert. Das würde ja dafür sprechen, dass die Feinde sind. Aber will ich die jetzt alle abschlachten, nur um mich da umzusehen? Vielleicht ja auch nicht, ne? Einfach hier unprovoziert an, die Wichser. Die werden ja auch alle aussaugen mit der Spritze. Lutscher hier. Ja, was denn los? Innozenz. Die Affen. Greifen mich ja völlig grundlos an, die bleiben nicht am Leben. Soweit kommt's noch, dass ich solche Lutscher hier am Leben lasse. Ah, 5 Serum gibt's, genau. Achso, die suchen hätte ich vielleicht auch sollen, ne? Klopf, sehr schön. Ja, was das für welche sind. Aber die haben gerade ihr Leben verwirkt.
ist doch niemand am Leben, der mich unprovoziert angreift. Wäre ich bescheuert. So. Haben wir die erledigt? Sind wir schon Arsch? Ne, immer noch neutral. Okay, so, was haben wir hier? Wäre es auch mal gut, da kann ich dann auch, glaube ich, Munition draus machen, ne, für den Nailgun. Ja auch! Was ist denn euer Problem eigentlich? Keine Ahnung, was deren Problem ist. Aber dann werden wir sie mal kurieren von ihrem Problem. Ein für alle Mal. Erledigt. Nothing to do there right now. It'd just get me in a heap of shit. Jo, da war ich schon drin. Genau, sonst gab es ja hier nichts. Da oben ging es auch nicht weiter. Dann gehen wir mal hier. Okay. Hier rechts ist eine Sackgasse, dann gehe ich da mal zuerst hin. Nachdem ich hier Hundi besiegt habe. Komm mal weg da, wir müssen den von hinten angreifen. Da bringt es doch nichts, wenn du den in die Ecke drängst. Sollte das doch... Die Sackgasse kommt erst noch. Okay. Da gibt es nichts. Wieso sind die alle so aggro? Der hält sich sogar verwundet. Den Bau. Oh, ich habe Blutungsschaden verursacht bei dem. Okay, an der Stelle muss ich dann doch mal... Injektion craften. Ah!
Alter! Die Innocence steht wieder auf. Aber du stehst nicht mehr auf. Wegen euch musste ich einen Heiltrank trinken. Das will ich hier wieder haben, die 20. Serum. Sehr schön. Und das alles für 4 Cloth. Broken Lighting. Bisschen chemische Komponenten. Ah, keine Ahnung, wer die sind. Waren. Okay, da ist zu. Das ist auf der Map zu. Ist ja interessant. Okay, dann geht's da oben weiter. Ich kann ja mal gucken, was ich so gefunden habe, ob ich mittlerweile vielleicht ein neues Item als Waffe benutzen kann, wobei ich mir das ja gerade erst teuer gekauft habe. Diesmal ist Innocent sogar stehen geblieben. Ist ja super. Obwohl es 2 Hunde waren. Sollen das hier sein? Züchten hier Pilze, oder? Wobei, dann bräuchten sie es nicht beleuchten. Man weiß es nicht. Okay, also da geht's weiter zum Pilzfeld. Dann schaue ich hier erstmal gerade. Physical Damage 10. Das Problem ist so ein bisschen. Ich sehe jetzt halt hier nicht den Basisschaden. Ne? Ich habe es halt erweitert. Und wenn ich die jetzt vergleichen wollte, müsste ich halt den Basis. Den Grundwert, den Basiswert vergleichen. Nailed Lion, Physical Damage plus 8. Und plus 2, also wäre das plus 10, dann hätte die 12. Als Basiswert. Okay, ist die mit 10 halt nicht so geil. Dann kann ich das eigentlich auch mal zersetzen hier. Zerlegen. Oder ich verkaufe es für 10 Serum. Hardware und Scrap Metal. Naja, vielleicht behalte ich es mal noch und verkaufe es dann lieber. Solange ich jetzt nicht irgendwie ein Problem mit Inventargröße oder zu viel Serum bekomme. Reinforced Prison Uniform. Da hätte ich mir die gar nicht teuer kaufen brauchen, weil ich die hier nämlich einfach so finde. Das ist ja eine Schweinerei.
Na gut, aber die hat mir jetzt hier bei einigen Kämpfen schon ganz gute Dienste geleistet, insofern vielleicht auch nicht so verkehrt. Lässt aber auch ein bisschen schlussfolgern, dass man vielleicht gar nicht unbedingt so oft so viel kaufen sollte. Gehe ich erstmal hier links lang. Das ist eine Sackgasse. Okay, das funktioniert ja bei Tieren nicht. Ich erinnere mich, dunkel. Das ist eine kleine, da kann man ruhig mal... Okay, bei dem vielleicht nicht. Nicht mit dem kleinen Vieh hier so lange auf. Steh wieder auf. Pause ist vorbei. Hardware. Nix. Energie und Knochen. Noch mehr Knochen. Was? Der Große hat nichts dabei. Ist ja eine Sauerei. Zwölf Schuss Nailgun. Wie viele sind das? Alter! Wieso liegt die Nailgun eigentlich nicht mehr auf 2? So, einer noch. Oh, also gut, dass wir die alle ausgelutscht haben. Alter, das hat mich jetzt aber gut Munition gekostet.
Granate, sehr schön. Größere Mängel sind die schon eklig. Ist hier noch irgendwo was? Ne. Kann er sich nicht mal eine Rüstung anziehen oder so? Irgendwas? Ein komisches T-Shirt hier. Ist ja kein Wunder, dass er sofort umfällt, wenn irgendwas ist. Boah, 10 Hardware für 5 Schuss mit der Nailgun. Das ist schon auch ein bisschen teuer, wa? Das war alt, als alte rein. Kämpfen noch da mit dem Hund. Jetzt dachte ich, dass die Großen wenigstens erstmal den ist die Granate benutzen. Hält der Innocenz wenigstens so lange den Hund auf, bis ich den hier umgehauen habe. Ich würde ungern gegen zwei gleichzeitig kämpfen müssen. Sehr schön. Gut, können wir irgendwie den Saft abdrehen? Anscheinend nicht. Also zwei Hardware für einen Schuss der Nailgun, das ist schon ziemlich heftig. Okay. Jetzt hier mal noch ein bisschen in den Ecken umschauen. Zwar nicht, wie er den ganzen Scheiß mit sich rumschleppt, aber jede Ressource ist hier echt was wert. Draw Water, okay, und wo pumpt er sich das jetzt hin irgendwie? In der Hosentasche? 60 Liter oder? Er leitet es um irgendwo hin. Fällt doch überhaupt nicht auf, aber naja, keine Ahnung. Schauen wir mal, vielleicht sehen wir es noch. Wie das Wasser landet. Ah, da sind wir wieder.
Die sind einfach respawned, die Wichser. Ich habe die doch ausgesaugt. Wie können die respawnen? Aber immer noch genauso dumm wie vorher hier. Na ja gut, kann ich ein bisschen Serum farmen. Ist doch super. Schon so blöd sind. Hier, der hat eine Brille auf, bei dem funktioniert das nicht, aber zumindest habe ich den anderen mal kurzzeitig aus dem Spiel genommen. Sage mal. Wenn er nicht herguckt, dass ich ihm Sand in die Augen werfen kann, dann erschlage ich ihn halt von hinten. Zumindest Zeug haben sie nicht mehr dabei, die nachgespawnten. Aber das ist halt auch immer so ein bescheuertes Game-Design, wenn die immer so sinnlos nachspawnen einfach. Rinnenhals. Oder wo immer der da hinsteckt, so genau wissen wir das nicht. Ja, wenn wir schon mal hier sind. Ah, Klopf überhin. Noch einer. Gut. Alles erledigt. The Great Escape. Ja gut, dann sind wir ja jetzt soweit durch mit den Tasks. Schauen wir mal hier. Also, Combat Spirit. Experience from defeating enemies plus 20%. Ich weiß halt nicht, ob es ein Level Cap gibt. Dann wäre das irgendwie ein bisschen blöd, vielleicht. Ist allerdings, wenn, dann auch was, was man möglichst früh nehmen sollte, damit sich das auch über die Spielzeit lohnt. Hm. Ah ja, nehmen wir das mal. Bei den anderen, das dauert dann noch, bis ich 4-5 Punkte zusammenkriege. So, das war... Injektionen wirken länger. Das ist schon echt nicht so verkehrt. Gut, dann müssen wir jetzt nur Jay aufsuchen. Das ist wahrscheinlich dann in der Messe wieder. Und dann geht's los, der große Ausbruch. Wobei der eigentlich nur ausbricht, weil er sich hier langweilt in dem Camp. Ist ja nicht so, dass es ihm sonderlich schlecht gehen würde. Ich meine, gut, die haben jetzt, was Essen und Wasser und so angeht, sind sie ein bisschen unterversorgt, aber das ist halt hier generell so auf dem Mars anscheinend. Insofern ist das jetzt nicht wirklich was, was nur in dem
Camp hier so wäre. Jay, wo ist er denn? Los geht's. Hey Roy, what can I do for you? Problem? You don't look so good. Ist das so? I knew a mole queen that looked happier than you do. What's up? I tried several times to get out of this hole. Lost my nerve after the last attempt. They took my lucky charm away from me. Seeing as you're still here, you sure it was really that lucky? Yeah. Hell yeah. I'd be dead 100 times over without it. One of the guards took it, son of a bitch, as if he needed it. Without it, I don't even know which way to spit. I'll see what I can do, but I can't promise anything. Nun gut, also sind wir doch noch nicht fertig. Zum Krater. Okay. Das heißt, ich gehe hier raus. Genau, dann da hoch. Schauen wir mal, wer das genommen hat und was das ist. Ein komischer Glücksbringer. I still can't get over my own dog going for me. And he had to be put down. He wasn't acting normal. Several of the dogs have been attacking people for no reason lately. The cook found a vaccine, but too late for your dog. Nice animal. And a good dog. I mean, usually. Thanks for helping me. Would have been tough on my own. Forget it. I was in the neighborhood. I was coming to see you, actually. Jay told me you have his lucky charm. Oh, yes. Well, he'd like it back. Maybe we can come to a deal. His lucky charm, huh? Yeah, I understand. Here, take it. I owe you that much. Die sind ja alle total stressfrei, die Wachen und so, ne? Das ist ja hier fast ein Holiday-Resort und kein Gefangenenlager. You wanna trade anything? Show me what you got. Hast du denn was Neues, Cooles? Machete. Okay, das ist alles mehr oder weniger dasselbe. Torn Prison Uniform. Das ist die, die ich ihm verkauft habe wahrscheinlich. Die hat nämlich noch die Dinger da drin. Den Reinforcer haben wir eh schon. Sonst hat er nichts. 15, da baue ich es mir lieber selbst. Da weiß ich halt nicht, was das soll. Man kann ja jederzeit, und man muss es sich nicht mal irgendwie verdienen oder braucht irgendwas, man kann es sich jederzeit im Menü herstellen für 10. Warum zum Henker sollte irgendjemand jemals ein Healthpack für 15 kaufen, wenn er sich genauso gut selber herstellen kann für 10? Und das ist jetzt nicht ein Skill, den man sich erst irgendwie erarbeiten muss oder... Also es macht überhaupt keinen Sinn, dass das überhaupt da ist in der Liste, aber naja. Gut, Komponenten, das muss auch nicht sein. Und dann ist die Frage, ob ich das zerlege oder verkaufe, aber ich glaube, ich werde es lieber mal verkaufen. Beide. Weil mit Serum kann man auf jeden Fall was anfangen und die 2-3 Einzelteile, die ich dafür kriege, das ist es dann vielleicht auch nicht wert. Und die zweite Reinforcer. Ja, Basiswert 12. Bauen wir auch mal weg. Haben wir ja schon gekauft. Ja, dann war's das. Gut, alles erledigt.
Und mehr oder weniger ein bisschen sinnlose Rennerei. Aber immerhin haben wir nochmal den Shop besuchen können und die Teile noch verkaufen können. So, Meister, hier hast du deinen Glücksbringer. Hey Roy, what can I do for you? Here, got your lucky charm. You could have told me it was a picture of your wife. Well, didn't want you thinking I'm a sentimental kind of guy. Anyway, thanks, buddy. You're a pal. I don't know how to... Here, take this. I mean it. As thanks. Kann man zumindest verstehen, dass er es wieder haben wollte. So, aber deswegen bin ich eigentlich nicht gekommen. 10 Serum, Alter, du hast es ja. Hey Roy, what can I do for you? If you still want to come with us, we are going now. Any news from Bob? Ja, das würde mich jetzt auch mal interessieren. He's really messed up. He's in the infirmary. Halfway dead. What happened? They're not sending him home to recover? According to the doc, he wouldn't survive the trip. Too big a risk, he'd die on the way. Ah, shit. Poor bastard. Hope he makes it. Also es war auf jeden Fall nicht zu viel, aber... Also, nicht zu wenig. Aber wir hätten dann vielleicht doch wirklich nur das Minimum nehmen sollen. Aber wenigstens stirbt er nicht. Weil das hätte der Koch ja auch wissen können, dass es irgendwie... Naja. Da gibt's gar kein zu wenig. Dann wäre die kleinste Dosis die richtige gewesen. Oder bei der kleinsten Dosis wäre gekommen, ja, es geht ihm schon wieder gut oder so. Und man kann es gar nicht schaffen. Aber gut, wir wissen es nicht. Ja, genau, wir holen jetzt ab. We're almost ready to leave this hole. Go tell your guard buddy that the dusts are gonna mutiny. That'll create a diversion. Okay, you can count on me. Meet you back at the train? Later, Jay. Na gut, der Soldat wurde das bessere Kampftraining, ne? Keine Ahnung, was genau er jetzt damit erreicht hat, den einen umgehauen zu haben. Ah, okay. Jetzt sind die anderen auch da. Oh, da hinten den mit der Waffe. Den müssen wir mal ausschalten. Soweit so gut. Ja gut, das jetzt die normalen Wachen, die machen hier ihren Job und sind ja eigentlich zu den Insassen immer fair gewesen soweit. Insofern lassen wir die mal am Leben. Und die, das sind unsere Verbündeten, die kann ich jetzt hier auch nicht abknallen. Nicht abknallen, die kann ich jetzt auch nicht irgendwie finishen, das lassen wir mal. Also es mag schon sein, dass einige von denen Arschlöcher sind, aber ich weiß halt nicht, wer und welche und so. Insofern können wir die am Leben lassen. Auf jeden Fall.
wäre jetzt sonst doch ein bisschen sehr asso. Ich meine, es ist ja noch ein Gefangenenlager, dass die dann irgendwie Meutereien niederschlagen oder uns hier angreifen, wenn wir ausbrechen wollen, das ist ja irgendwo dann auch nachvollziehbar. Eigentlich eine Knarre, Innocence. Hat er die aufgehoben? Von den Wachen. Das ist ja eigentlich ganz cool. Die stehen da oben rum. Weil dann können wir ihn nämlich als Fernkämpfer auch benutzen. Da ist er uns vielleicht eine größere Hilfe, weil er im Nahkampf ja doch mal sehr gern sehr schnell stirbt. Wenn er einmal näher rankommt. Wird das eklig. Ja, aber das sind auch hier Wachen, die lassen wir mal am Leben. Das muss jetzt auch nicht sein. Das sind keine Türen. Genau, da hinten hoch. Weil sonst wird das in Zukunft, glaube ich, hier Kriegsgefangenen sehr, sehr schlecht ergehen, wenn wir hier jetzt auch noch Wachen umbringen. Bei unserer Flucht. Die uns eigentlich ja nichts groß getan haben. Die uns deutlich schlechter hätten behandeln können. Train, sagt er so. Wo ich hier raus muss? Ach, da unten Gegenseite, okay. Oh! Vielleicht so viele. Nicht das Schild wegnehmen beim Schlagen. Das ist ungünstig. Das glaube ich selber gemerkt gerade, was, Kollege? Oh, da ist eine Kiste. Hab ich übersehen beim Herlaufen. Oder unten gibt es auch noch wieder was. Aber die lassen wir auch mal am Leben.
machen auch nur ihren Job und sind nicht sonderlich asozial. Soweit wir wissen zumindest. Wieso hat er eigentlich seine Rüstung nicht an? Schweinerei. Kein Wunder, dass er hier so auf die Fresse kriegt. Jay and the train can't be very far now. Das sagst du so in deinem jugendlichen Leichtsinn, aber ich glaube nicht, dass du hier das Layout so richtig kennst und so, ne? Ist ja nicht so, dass er hier die ganze Zeit rumlaufen würde. In den Bereichen. Ach, guck mal, Blondie. Well, well, Mary was right. It would seem our genius prisoner is seeking to part company with us. Yes. That would explain all of the inconveniences we've been experiencing lately. I suggest you surrender, sir. You know I cannot let you escape, and that I have the power to stop you forever. Keep an eye on the door. Ist vielleicht ganz gut. Ich meine, solange es der eine ist, habe ich vielleicht noch eine ganz gute Chance. Wobei der mit seinen Kräften wahrscheinlich ein bisschen kritischer ist. Ready to fight. Stay out of it. Ja, keep an eye on the door. If anybody shows up, stop them. Okay, das sieht gar nicht gut aus. Zum Glück habe ich ja hier ein bisschen jetzt leider nicht genau. Muss ich mal darauf achten, ob ich irgendwie seinen Angriffen besser ausweichen kann. Irgendwie kommen sieht. Nearest ranged enemy. Na gut, vielleicht sollten wir ihn doch mitkämpfen lassen. Jay, the train can't be very far now. Dass der die Nahkämpfer zumindest ein bisschen auf Abstand hält. Well, well, Mary was right. That would I suggest. Das kennen wir schon. Ready to fight. Concentrate on the same target as me and he'll eat dirt. Naja gut, weiß ich nicht. Das hat eben auch noch nicht so gut funktioniert.
Da liegt der Lutscher. Die anderen Dödel hier, die kriegen wir. Alter! Das war ja easy. Sondern den Obersack We've zuerst go, umlegen. Now. We're gonna have all the camp guards on our asses after that. Damn, you killed a technomancer. I didn't think it was even possible. Of course you can kill them. They're human beings, you know? What are you doing? Are we going? Shouldn't we get rid of this thing? What are we gonna do with that? It'll give us a better chance to escape. And that's what they use for their magic? All these wires? You're gonna sell them? Shit. Never thought I'd put these things back on. Put them back on? Roy, what are you saying? You know how to use these things? Yes. Now let's go. Wow, selber einer gewesen, ha? Huh? Na gut, Aurora hat ja wohl noch einige. Jay, we're here. The train ready? Almost. Just a few more minutes, kid, and we'll be breathing trail dust. It's not over yet, Jay. There's an entire regiment on our ass. There's no way to get this machine to go any faster. No, Roy. Sorry. I've done my best. But I got an idea. I'll hold them off. Don't be stupid, Jay. If you go, they'll kill you. Let's face it, I got a better chance of slowing them down than you. You gotta be kidding. Why not just call me a fucking pussy? You keep an eye on the kid. You guys are almost family. You'd tear him up if something happened to you. Get them! Stay there. I'll find another way to get out. See you in Shadow Lair. Now go! They're going to kill him, aren't they? Yes, let's just make sure his sacrifice won't be for nothing. Master? Master! Pay for this, I swear. I'll hunt him to hell if I have to. The man who saved me, and who got me involved in this unbelievable escape, had more facets to his personality than I could ever have imagined. Roy's strong, and he's brave, and he's been a true friend to me. But he has a dark side and doesn't blink an eye when looking down on someone he's just killed. I'm lucky to be counted amongst his friends. It's when I learned he was a technomancer that he started making sense to me. His knowledge about relics, his attitude, he's different from anyone I'd ever met before. His mastery of technomancy, it sets him apart. The last pieces started coming together when I discovered he was a fugitive. That he had fled the source to escape the gilded cage of the technomancers. He risked it all to be free. If his need for freedom pushed him to escape the technomancers, a POW camp in the middle of the desert would never suit him. The journey is long. We have to avoid being recaptured by Abundance and get back behind our own lines. Aurora seems to have won the war, and both sides are demobilizing troops. We've abandoned the train, moving from one shadow line to the next, staying away from marauders. I had more than enough time to question him about his past. And one went on at the camp.
what he thought of Sean and his apprentice, for example. He doesn't always answer. To be honest, he rarely does at all. But I know him a whole lot better all the same. At least I like to think so. I'm proud to know him. I hope a little of his strength rubs off on me. Okay, also Krieg ist vorbei. Aurora hat gewonnen. Wie sie das angestellt haben, ist natürlich auch so eine Frage, wenn die so die kleineren sind. Aber offensichtlich haben sie mehr alte Technologie zu ihrer Verfügung oder ähnliches, ja, was das erklären würde. Gonna be okay with someone like me coming around, even if I am bringing the prodigal son back. You'll be welcome. My parents are in the militia. I can't wait to tell them all you did for me. Many things seem to have changed while we were away, and that includes the militia's popularity. We'll see. You were lucky enough to snag some clothes your size. That'll be more discreet than those prison uniforms, and I have the feeling this will prove useful around here. Ja, zumindest hat er jetzt vernünftige Klamotten an, die wir Minimalschutz bieten. Technomancy. Use and develop Technomancer Powers. Assign your Technomancer Powers to the Shortcut Keys. Okay, das kennen wir. Gut. Da müssen wir nur noch mal gucken. Was wir hier so haben. Deep Impact. Plus 50% Schaden. 35% Chance of Stunning. Stable Shield. Shield ist eigentlich auch nicht so verkehrt. 25 Maximum Health ist auch nicht verkehrt. Health Regeneration. Technomancy Attacks can no longer be interrupted at the last second by enemy attacks. Das ist auch nicht so verkehrt. Ich glaube, die beiden werden jetzt mal nehmen hier Health und Health Regeneration. Und da beim nächsten Mal noch einen hochzugehen, ist auch nicht verkehrt. Ja, und hier React Quicker After Impact und so Geschichten, das ist, glaube ich, auch nicht so schlecht. Die sollte ich auch mal angehen bei Gelegenheit. Okay, da war ein Punkt, das bringt uns nichts. Ja. Gut, ja, ansonsten machen wir an der Stelle mal das Ende für diese Episode und dann geht es beim nächsten Mal hier weiter und dann schauen wir uns mal um, wo genau wir hier eigentlich sind. Bis dahin, ciao.